So, Mauern bauen, optimieren. Oh, und optimieren. Du hast, genau, keine Stromversorgung. Wir brauchen, oh, sehr schön. Das kommt sehr passend. Wir brauchen das da. Electric Energy Distribution 1. Sorgt für Medium Electric Poles. Das sind die, die all diese Standarddinger da ersetzen werden. Und Big Electric Poles. Die brauchen ein bisschen mehr an Ressourcen, sind aber nicht für den alltäglichen Gebrauch gedacht. Also die haben nicht eine größere Reichweite, also diesen blaue Viereck um den Pol selber rum, sondern sie haben eine gute Verbindungsreichweite, also die Kabellänge. Bei denen hier geht es nicht länger als so, wenn ich mich recht erinnere. Bei den großen ist es recht lang, eine recht lange Strecke. Das heißt, die sind primär dafür da, um Außenposten zu versorgen und dergleichen. Aber ja, Medium ist für uns am wichtigsten. Das einmal bitte forschen. Hier bitte schön Hitze aufbauen. Alles gut. Wir brauchen jetzt schon wieder einen neuen Steam Engine, oder? Was sagst du? Consumption, Production. Ist noch okay, aber echt nicht mehr lange. Ja, hier müssten die dann hin. Weg. Weg. Und dann brauchen wir doch mehr Boiler. Dann brauchen wir mehr Fließbänder unten bei der Kohle, aber das haut schon irgendwie hin. Ist es dann ein roter Punkt oder ein lila Punkt? Ah, das ist Öl, okay. Steam Engine da. Brauchen wir gleich mal zwei Stück. Eins. Zwei. Und einfach ganz hässlich ans Stromnetz anschließen. So. Hitze. Temperatur kommt auf 100 Grad. Das ist gut. Das heißt, die Boiler unten reichen. 30, 45, 60, 80 und hier schon 100. Das heißt, die hier hinten machen fast gar nichts mehr. Okay, Stromversorgung gesichert. Kisten bauen, Mauern bauen. Kisten hätte ich gerne. Eisenkisten. Und wir haben keine Eisenplatten mehr. Es mangelt echt hinten und vorne. Also, sagen wir mal, hier fängt das Muster an. Ja, hier fängt das Muster an. Dann kommt da Holz rein, Kohle, Stein, Eisenerz, Kupfererz, Kupferplatten. Holz rein. Kohle rein. Kupfer, Kupferplatten rein. Und wir brauchen viel mehr Zeug. Ah ne, da wollte ich Stein reintun. Stein. Und Erz. So. Das heißt, hier oben haben wir die Grundressourcen, hier haben wir die Zwischenprodukte, da haben wir nochmal Zwischenprodukte und dann gucken wir später mal weiter. Sehr viel mehr Platz haben wir auch nicht, wobei ich auch nicht alles hier einlagern möchte, sondern halt echt nur die Grundsachen. Dass wenn unser Held hier zwischendurch was herstellen möchte, dass er dann nicht irgendwo Fließbänder ablaufen muss. Das ist zwar irgendwie recht unterhaltsam, aber ne, nicht so wirklich heldenhaft. Wir brauchen ganz viele Eisenplatten. Hier wird nichts über sein, hm? Nö. Leer, leer. Weg, 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 weg. Nom, 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 nom. Ich kann wieder nicht nach unten laufen und gleichzeitig F drücken. Ah ja, und hier staut es sich immer noch. Okay, wir brauchen mehr Furnissen. Schmelzöfen halt. Wie viel haben wir denn? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Drills, die alle mit 100% laufen sollten. Jo. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schmelzöfen. Das haut nicht hin. So. Noch ein kurzer Abstecher. Zwischendurch immer schön Baum fällen. Kurzen Abstecher zu unseren. Genau, ihn hier. Klick, 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 klick. Mwahaha. So. Fließbänder da hoch. Inserter auch ein paar bauen. Du nimmst, du gibst, du nimmst, du gibst. Oder so ähnlich. Ist gerade ein bisschen querbeet gebaut, aber es ist mir egal. Das wird eh nicht alles so halten. Die werden bald umgebaut und abgerissen und ersetzt und überhaupt. Kohle da rein, Kohle da rein, Kohle da rein. Haut du da oben.
Du kriegst einen extra Pole, nur für dich. Bitteschön. Also, 10 Stück. Sind jetzt nochmal 3 Eisenplatten mehr pro Tick. Wie auch immer. Wir haben viel zu viel Kupfer. Aber gut. Wo ich gerade mal hier bin. Ich hätte gerne etwas Roheisen. Ich mache das einmal länger. Einfach nur für meine Vorratskiste oben. Nicht, dass ich wirklich irgendeinen Moment voraussehen könnte, wo ich sage, boah, jetzt brauche ich Roherz. Weil das müsste ich ja erst einschmelzen. Ist ein bisschen sinnfrei, aber ich würde gerne die Kiste trotzdem mit einem Zeichen versehen. Genauso mit Rohkupfer. Hier baue ich nicht mehr von euch. Wir haben schon so zu viele Kupferplatten. Das hat mich echt ein wenig traumatisiert letztes Mal, als wir hochgeguckt haben. Und dann alle Fließbänder voll waren mit Kupferzeug, die alles verstopft haben. Meine schönen Maschinen. Ja, hier, auch schon wieder. Nimm das mal alles mit. Wir haben viel zu viel rotes Zeug. Wo ist hier das Problem? Kupferdraht, Kupferplatten. Bau hier. Wir brauchen erstmal ein paar von den Smart Insertern. Brauchen wir mehr Eisenchests. Da, 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 sagen wir mal. Du. Du nimm mal Kupferplatten raus. Du nimm mal Kupferdraht raus. Und ihr kriegt die hässlichen Stromnetze. Ja, keine Sorge. Bitteschön. Die sind irre schnell. Gucken wir mal, ob da das System denn so weiter funktioniert. Es werden momentan 2 Grüne hergestellt. Wir haben 2 Greifarme, wir haben 2 Fließbänder. Müsste sich eigentlich also aufgehen. Du bist durchgehend am Arbeiten. Du bist nicht durchgehend am Arbeiten, weil keine Inserter da sind. Inserter sind keine da, weil keine Zahnräder da sind, weil keine Zahnräder ankommen, weil nur ein Zahnrad produziert wird. Das ist ein Problem. Wir haben kein Eisen. So, du wirst also gleich Zahnräder herstellen. Du. Dahin. Achso, erst einstellen, was du gerne hättest. Du hättest gerne Eisenplatten und würdest daraus gerne Zahnräder machen. Wie dein Kollege da unten. Da unten. Und du nimmst und du gibst. Eisenplatte kommt an. Problem, das ich jetzt schon wieder sehe, es kommen keine Eisenplatten hier unten an, um die Chips herzustellen. Aber das ist ja ein altbekanntes Problem. Das, ja, die doch kommen ab und an welche durch. Geht sich also irgendwie doch auf. Gut, gut. Das lassen wir dann laufen. Es wird ja geforscht, ist alles gut. Ich baller mal die 450 Science Packs, die wir haben. Hier irgendwo rein. Das ist Hammer. Das ist absoluter Hammer. So. Hier forscht man ein bisschen grün. Forscht man ein bisschen grün. Ich sollte hier weggehen, sonst bin ich durchgehend am Optimieren. Du, lauf da lang. Hier wollen wir die Kisten aufstellen. Und zwar so eine Kiste, so eine Kiste, so eine Kiste. Ich habe hoffentlich ein paar Zahnräder auch aufgehoben. Ja, eine Metallplatte bekommst du. Warum habe ich einen Iron Stick im Inventar? Sehr komisch. Stell bitte mal ein Zahnrad her. Danke. Zahnrad dahin. Kupferdraht. Alles bis auf einen Stack da rein. Rohkupfer da rein, Roheisen da rein. Kohle bis auf 2 Stacks, alles da rein. Und dann haben wir hier noch Stein. Ja, Stein, ich hatte eigentlich was vor mit Mauern und so Zeug, ne? Da schmeißen wir ein bisschen was ran. Rest kommt da rein. Ich hoffe mal, ihr habt alle eure Ressourcen schon genommen. Ja, habt ihr. Also wenn da unten was in der Warteschlange drin ist, dann sind die Ressourcen schon aus dem Inventar rausgenommen. Man kann da nicht irgendwie tricksen oder ne? Sowas in der Richtung. Ich setze mal eine Holzkiste noch etwas abseits hin, sagen wir mal da. Und da tue ich Spielerausrüstung hin, die wir gerade nicht brauchen. Und ja, ein Iron Stick ist für mich Spielerausrüstung. So, du. Brauchen wir nicht. Holz, ja,
Okay, ist meine Spielerausrüstung und Krams, den ich gerade nicht im Inventar haben möchte, Kiste. Oh, aus Versehen weggeklickt. Das war Electric Energy Distribution. Wir können jetzt die Dinger da brauen. Brauchen allerdings Stahl. Und wir haben noch kein System, was Stahl produziert. Und wir haben kein Eisen, verdammt nochmal. Also ja, ist ein dezentes Problem. Sollten wir aber definitiv demnächst angehen. Solarenergie wäre jetzt auch machbar. Wobei ich nicht so der Superfan von Solarenergie bin. Dafür sehen die Steam Engines einfach viel zu geil aus. Robotics, Rocket Defense, Automobile. Mit dem Auto rumfahren ist schon schick. Schnelle Fließbänder sind auch, naja, benutze ich ehrlich gesagt fast nie, aber wären schon schick. Nee, Electric Furnace ist jetzt das, was wir wirklich brauchen. Ja, Research. Mach das mal. Und derweil werfe ich einen kurzen Blick hierauf. Ja, viel zu viele Kupferkabel. Kiste dahin, Smart Inserter, klau dir hier. Mit einem hässlichen Stromkabel, klau dir hier. Kupferkabel. Ja, wir werden definitiv sehr viele Kupferkabel später überhaben. Was braucht man eigentlich für Kupferkabel? Braucht man für Electric Circuits? Braucht man für Advanced Circuits? Kupferplatten. Wir haben sogar keine Rüstung an, ne? Stahlplatten. Ich glaube, ich mobs mir erstmal ein paar Eisenplatten, um mir wenigstens eine leichte Rüstung herstellen zu können. Weil wir wollen jetzt ja so ein bisschen in den Randbereich gehen und dann eine Mauer aufbauen. Und falls mal so ein Alien ankommt, sollten wir uns schon ein bisschen verteidigen können. Oh. Keine Kohle. Dann habt ihr gleich alle keine Kohle mehr. Hm? Okay. Nom 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 nom. Kohle. 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 So. Also, das auch nachgelegt. Mauern. Munition haben wir noch. Wir haben keinen Stein mehr für die Mauern. Wir haben aber Gun Turrets. Davon baue ich schon mal 2, 3 und noch ein bisschen Munition hinterher. Mauern ist im Quickslot. Gut. Also, eins, was ich gerne dicht machen würde, ist die Verbindung hier zwischen diesen beiden Seen. Damit unsere Eisenproduktion schön in Ruhe weiterlaufen kann. Ohne dass da irgendwas angekrabbelt kommt, das stört. So. Hier einmal runter. Das müsste hinhauen von den Steinen her. Ich will da auch gar nicht durchgehen. Wir brauchen kein Tor oder sonst irgendwas. Oh. Was? Wie wurden wir denn angegriffen? Hier unten werden wir angegriffen. Miep, miep, miep. Zerstört. 3 Objekte, 4 Objekte. Oh, oh, oh. Nicht meine eigenen Sachen zerstören, bitte. Danke. Ich glaube, ich baue die Mauer unten. Ich keine Ahnung wieso, aber es, ne? Mauern bauen unten klingt super. Du stell mal da einen neuen Pol hin. So. Und dann machen wir erstmal wo dicht? Aber das Kupferfeld überhaupt in der Basis mit drin. Oh, es wird riesig, das Gebiet, was wir ab. Was wir schützen müssen. Ja. Überall sind doofe Bäume im Weg. Ja, wir müssen von hier einmal durchziehen. Unter die Kupfervorräte hier. Das wird tierisch wie Stein. Ich könnte alternativ auch gucken, wo die feindliche Basis ist. So ein kleines bisschen näher ranwagen. Minimap sagt nichts. Ja, okay. Hier ist noch Öl. Das will ich noch mit in den Mauern drin haben. Also wir ziehen jetzt mal hier runter. So, und gehen hier nach da. Und Stein ist alle. Da kommt ein Turm hin. Da kommt ein Turm hin. Die brauchen jetzt Munition. Das heißt, wir schmeißen da mal
22 Schuss rein. Hält aber eine Weile, weil das sind nicht einzelne Schuss, das sind Magazine. Wir haben jetzt da 23 Schuss, ich schieße mal auf den Baum. Dann seht ihr da unten eine kleine grüne Anzeige, die muss einmal leer gehen. Und dann verlieren wir ein Magazin. Also, ne? Vollständigkeit halber. Also es hält schon eine Ecke. Also wir schmeißen das mal rein. Dann haben wir hier schon mal eine Absicherung. Falls die von da kamen. Und dann mit ganz vielen Steinen ziehen wir das einmal hier außen rum. Bis hier irgendwo. Und ziehen es dann hier hoch bis zum Teich. Und dann ist es unten sicher. Ja, das wird sehr viele Türme, sehr viele Mauern, sehr viel Munition kosten. Aber es gibt später Lasertürme. Wir brauchen zwar irre viel Energie, aber muss sich halt nicht um das Micromanagement der Munition kümmern. So. Hier sollten wir theoretisch auch gleich Stahl machen. Nee, komm, wir warten. Wir haben bald die Möglichkeit, Schmelzöfen mit Strom zu betreiben. Das ist schon eine gute Sache. So, was passiert hier? Wir haben viel zu viele Fließbänder. Wir haben keine Greifarme. Weil bei den Greifarmen was nicht ankommt? Electric Circuits. Die werden vorher von euch weggemüffelt, oder wie? Ihr braucht die doch gar nicht. Ne, er hier. Es kommt kein Electric Circuit da, weil kein Electric Circuit produziert wird, weil kein Draht unten ankommt. Gar kein Draht? Ernsthaft? Das war nicht der Plan. Okay, Planänderung. Wir hauen jetzt einfach von Hand hier 200 rein. Da wird er immer genug produzieren können. Da wird es noch nicht ablegen können. Doch, ablegen geht auch. So, was brauchst du? Das gebe ich dir nicht. Nee. Du brauchst Förderbänder. Ich gebe dir mal 50 Förderbänder. 50 Förderbänder. Also du brauchst eigentlich nur Inserter. Und wir haben schon wieder viel zu viele rote Packs. Ich glaube, ich pausiere die Produktion da drüben. Und ich sage, kein Eisen mehr hier hin. Stopp. Kein Eisen mehr. Und kein Kupfer mehr. Ich will wieder Förderbänder haben, die voll sind mit Kupfer und Eisen. Und dann machen wir gleich ein neues System. Und in diesem neuen System wird ein Stahl hergestellt. Es muss nicht groß sein. Es sind 2, 3, 4 Schmelzöfen vielleicht, die aus Eisenplatten Stahl machen, und das reicht dann. Und wenn wir irgendwann in 20, 30 Folgen einen Mangel haben sollten an roten Dingern da, dann werfen wir ganz kurz das Teil an. Da.